Hallo und willkommen bei Marcus on Movies. Heute schüren wir ein paar Phobien. Zum Teil auch wegen seiner etwas knappen Finanzlage machte sich Autor Peter Benchley 1971 daran, eine Idee zu Papier zu bringen, die ihm schon lange im Kopf rumgeisterte. Eine Geschichte über einen Hai, der eine Kleinstadt in Angst und Schrecken versetzt. Inspiration kam dabei zum einen von Frank Munders, der 1964 einen über 2000 Kilo schweren weißen Hai fing, und zum anderen von den Jersey Shore Hai-Angriffen von 1916. 1973 war das Buch bereit zur Veröffentlichung und erhielt den Titel Jaws. Jedoch nutzten Benchley und sein Verleger eine besondere Marketingstrategie. Man schickte vorab Exemplare des Buchs an damals wichtige Meinungsmacher und bewarb das Werk ausführlich in diversen Magazinen und Fachzeitschriften. So entdeckten auch die Universal Pictures Produzenten Richard D. Sanek und David Brown unabhängig voneinander Jaws über einen Artikel im Cosmopolitan. Brown war wohl der Erste, der von Jaws erfuhr, immerhin arbeitete seine Frau Helen Gurley Brown bei dem Magazin. Er erhielt von ihr eine Zusammenfassung über Jaws' Story zusammen mit dem Vermerk: "Might make a good movie." Sanek und Brown waren nach der Lektüre derselben Meinung und machten sich an den Film ihres Lebens, nichts ahnend, was da auf sie zukommen würde. "This is the most exciting thing we've ever read. And we'll figure out later how we can make it." Man kam mit Peter Benchley überein, dass der Film relativ knapp auf die Buchveröffentlichung folgen sollte. So können beide Medien voneinander profitieren. Benchley wurde auch gleich als Drehbuchautor engagiert. Die Suche nach einem Regisseur gestaltete sich schwieriger. Zunächst dachte man kurz an John Sturges, der The Old Man and the Sea inszeniert hatte, entschied sich dann aber für Dick Richards, der 1972 mit The Culpeper Cattle Co. sein Regiedebüt gab. Schnell aber stellte sich heraus, dass Richards der Falsche war. Unter anderem, weil er den Hai in der Geschichte ständig mit einem Wal verwechselte. "There was a director, and I really don't remember who it was, who kept saying, 'I've always wanted to make a movie about a whale.'" Jetzt kam der Zufall Sanek und Brown zu Hilfe. Ein junger Regisseur, mit dem sie vor kurzem erfolgreich zusammengearbeitet hatten, entdeckte in ihrem Produzentenbüro ein Exemplar von Jaws, las es und war so begeistert, dass er den Film unbedingt drehen wollte. Steven Spielberg. Ihn faszinierten die Parallelen, die er zwischen Jaws und seinem ersten Langfilm Duel sah. "And I suddenly said to myself, 'Wow, this is just like a movie I just made about a truck and a hapless driver.'" Das polnische Poster zu Duel, das den Truck mit einem großen Maul zeigt, soll ihn dann noch weiter angespornt haben. Obwohl Spielberg mit Benchleys Buch seine Probleme hatte und am liebsten nur den letzten Akt so wie geschrieben umsetzen wollte, wurde man sich einig und es formte sich eine Partnerschaft, die Filmgeschichte schreiben sollte. Vorher stand jedoch eine Produktionsphase an, die so von Problemen geplagt war, dass sie ebenfalls legendär wurde. Es fing schon mit dem Drehbuch an. Nach drei Fassungen von Peter Benchley kamen er und Spielberg einfach auf keinen grünen Zweig. Spielberg schrieb eine eigene Fassung und man bot dem Autor und Schauspieler Carl Gottlieb an, das Drehbuch zu überarbeiten. Gottlieb stimmte zu und durfte sich für seine Arbeit sogar noch eine Rolle im Film aussuchen. Er wählte den Journalisten Ben Meadows. Ohne einen Credit dafür zu wollen, überarbeitete auch noch Howard Sackler das Buch, John Milius werkelte an den Dialogen und sogar die Sugarland Express-Autoren Matthew Robbins und Hal Barwood steuerten Plotpoints bei, ebenfalls ohne Credit. Da ein Autorenstreik drohte, der die Produktion weiß Gott wie lange verzögern könnte, mussten die Dreharbeiten ohne finales Drehbuch starten. Jetzt war es ein Glück, Carl Gottlieb am Set zu haben, so konnten er und Spielberg quasi aus dem Stegreif den Film umschreiben und neue Szenen entwickeln. Peter Benchley war damals übrigens mit vielen Änderungen sowas von gar nicht einverstanden. Er protestierte so stark, dass man ihn schließlich vom Set werfen musste. Und das, obwohl er schon als Cameo im Film war. "Amity Island has long been known for its clean air, clear water. Beautiful white sand beaches." Verglichen mit den Problemen, die der eigentliche Star des Films verursachen sollte, war das Drehbuchschreiben aber ein Kinderspiel. Nachdem man kurz tatsächlich überlegte, einen echten Hai für den Film zu trainieren, entschied man sich dafür, eine aufwendige animatronische Puppe zu benutzen. Hierfür holte man sogar Effekt-Supervisor Bob Maddy aus dem Ruhestand, der 1954 den eindrucksvollen Kraken für Walt Disneys 20.000 Leagues Under the Sea realisiert hatte. Die Arbeit am Hai und der aufwendigen Apparatur, die ihn bewegen sollte, kam auch gut voran. Spielberg gab dem Raubfisch liebevoll den Spitznamen Bruce in Anlehnung an seinen Anwalt Bruce Raymer. Tatsächlich sah der finale Hai eindrucksvoll aus, wenn es nicht ein Problem gegeben hätte. Er funktionierte nicht.
Spielberg entschied sich, den Film nicht in einem Studio, sondern tatsächlich am und im Meer zu drehen. Man wählte das Küstenstädtchen Martha's Vineyard als Drehort. Ein Dreh auf dem Meer wurde bis dahin kaum von einer größeren Produktion gewagt und sollte den Film authentisch und real wirken lassen. Allerdings griff das Salzwasser die Elektronik des Hais an, wodurch er die meiste Zeit entweder den Dienst verweigerte oder genau das machte, was er nicht sollte. Wherever you were on the island, you could hear the radio mics. And they were always saying, the shark is not working. The shark is not working. Dazu kam, dass alle Beteiligten und besonders Spielberg selbst den Dreh auf offener See unterschätzt hatten. Allein die Elemente setzten Cast und Crew gewaltig zu. I would set up a shot and I'd get my camera all set and all of a sudden the electrical barge would start drifting in a tide that was moving this way and the Karen barge would start drifting this way and the Orca would start moving around on its two anchors. And before you knew it, we were all out of position. Und wenn es mal gut zu laufen schien, machten andere Dinge die Einstellung zunichte. On a good day, I get 5 shots. On a good day at sea, 5 shots. On an average day, about 3. On a bad day, none. Die Crew nannte das Filmprojekt mittlerweile Flaws und der Druck von Seiten Universal Pictures wuchs. Wohl nur, weil Senec und Brown zu Spielberg hielten und auch Universal-Chef Sid Sheinberg seinem Freund und Protégé den Rücken deckte, konnte ein Produktionsabbruch verhindert werden. Senec im Besonderen hielt große Stücke auf seinen Regisseur und verteidigte ihn, wann immer es nötig war. I remember a reporter one time asking me, Mr. Senec, are you trying to enhance this young director's career? And I said, no, just the opposite. I'm trying to enhance my career. Letztlich musste man den geplanten Stil des Films umwerfen und quasi um den nicht funktionierenden Hai herumdrehen. Improvisation war nun mehr denn je von Spielberg, Gottlieb und allen Schauspielern gefragt. Aus dem veranschlagten Budget von 3,5 Millionen Dollar und 55 Drehtagen wurden am Ende 9 Millionen und 159 Drehtage. Spielberg war sich sicher, dass er damit seinen ersten und letzten großen Film gedreht hatte. Niemand hatte schließlich den Drehplan bis dahin so überzogen und die extreme Anspannung wirkte auch noch nach. I vividly recall getting into my hotel room and having a complete anxiety breakdown. I mean, it's a complete, I don't know what you would call it, just it was a breakdown. All der Aufwand und auch all das Leid sollten sich jedoch mehr als auszahlen. Als Jaws am 20. Juni 1975 Premiere hatte, veränderte er die Kinolandschaft für immer. Am Badeort Amity kommt es in einer warmen Sommernacht zur Katastrophe. Ein Hai tötet eine junge Schwimmerin. Der örtliche Polizeichef Martin Brody will die Strände schließen, aber Bürgermeister Larry Vaughn ist dagegen. Amity lebt schließlich von den Badetouristen und man will das Einkommen nicht gefährden. Wir brauchen die Sommerdollar. Erst als ein kleiner Junge getötet wird, reagiert der Bürgermeister und bläst zur großen Haijagd. Man fängt zwar einen Hai, aber laut Ozeanograf Matt Hooper, den Brody hat kommen lassen, ist es nicht der Killerhai. Es ist nun mal eine Tatsache, dass der Gebissradius dieses Tieres anders ist als bei den Wunden am Opfer. Dennoch gibt Vaughn Entwarnung, jedoch schlägt der Hai bei den Feierlichkeiten zum 4. Juli erneut zu und tötet diesmal sogar beinahe Brodys Sohn. Brody und Hooper nehmen die Sache nun in die eigene Hand und machen sich zusammen mit dem exzentrischen Haijäger Quint auf, den Killerhai zu erledigen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten lernen die drei miteinander auszukommen, jedoch verlangt ihnen der Kampf mit dem Hai alles ab. Quint wird getötet und auch Hooper fällt ihm beinahe zum Opfer. Als das Boot schon schwer beschädigt sinkt, gelingt es Brody, dem Hai einen Sauerstofftank ins Maul zu stopfen und zur Explosion zu bringen. Der Tag ist gerettet, Brody und Hooper schwimmen siegreich zurück zur Küste. Ist die Strömung auf unserer Seite. Wir werden es schon schaffen. Fasst man Jaws Geschichte zusammen, so klingt sie nach einer simplen Monster-on-the-Loose-Story. Dank dem gelungenen Handlungsaufbau und den zwar nicht überkomplexen, aber sympathischen und glaubwürdigen Charakteren wirkt die Story beim Anschauen alles andere als simpel. Jaws ist ein grandioser Mix aus Tierhorrorfilm und Thriller, in dessen Zentrum der Kampf seiner Hauptfiguren gegen einen scheinbar unüberwindlichen Killer steht. Wir sehen Roy Scheider als Martin Brody, Richard Dreyfuss als Matt Hooper und Robert Shaw als Quint. Brody stammt eigentlich aus New York, kam aber aus einem zutiefst menschlichen Bedürfnis ins ruhigere Amity. Er will etwas aus sich machen und jemand sein. In New York ist er nur einer von vielen Polizisten, sein Einsatz macht keinen Unterschied. Es gibt so viele Probleme, dass man nie das Gefühl hat, etwas zu erreichen. Das ist auch ein kleiner Hieb auf die damalige Verbrechensrate im Big Apple, die seine Hochhäuser ja bei weitem übertroffen hat. Hier in Amity aber glaubt Brody, etwas bewirken zu können. Da kann man auch was durchsetzen.
In 25 Jahren hat es in dieser Stadt niemals eine Schießerei oder einen Mord gegeben. Dabei hat ihn auch nicht aufgehalten, dass er eigentlich panische Angst vor Wasser hat. Gibt es da nicht einen medizinischen Ausdruck? Wasserscheu. Durch den Kampf mit dem Hai kann er diese Phobie Schritt für Schritt überwinden. Auch wenn er sich erst betrinken muss, um am Meer den falschen Killerhai untersuchen und schließlich auf das Meer selbst hinausfahren zu können. Aber auch das ist im Grunde sehr menschlich. Es heißt ja nicht umsonst Mut antrinken und für Brody bewirkt es was Positives. Warum nehmen wir denn nicht beide noch einen Drink, gehen runter und schneiden den Kerl auf? Interessant ist auch, dass Brody seine Limitationen erkennt und sich Hilfe sucht. Nach dem ersten Angriff macht Brody sich über Haie schlau, aber er weiß, dass es einen Experten braucht, wenn er weiterkommen will, und bringt so Hooper in den Film. Ach du liebe Güte, Sie sind der Mann, den wir angefordert haben. Brody ist damit der Everyman, dessen Leben durch den Konflikt mit dem Hai aus der Bahn geworfen wird, der sich aber tapfer der Gefahr stellt und am Ende siegreich ist. Die klassische Heldenreise also. Hooper ist finanziell gut aufgestellt, scheint sich aber mit seiner Familie zerstritten zu haben. Fragen nach seinem Hintergrund weicht er nämlich lieber aus. Das leuchtet mir nicht ein. Ich meine, die bezahlen einen Burschen wie Sie, um Haie zu beobachten? Wissen Sie, mir leuchtet ebenso wenig ein, dass ein Mann, der das Wasser hasst, auf einer Insel wohnt. Zumindest kann er sich durch sein Geldpolster alles anschaffen, was er braucht. Das meiste davon habe ich selbst bezahlt. Ihn treibt zunächst die Neugier auf die Bestie mit auf die Jagd und als Experte entwickelt er auch einen Weg, um den Hai zu töten. Ich könnte 20 Kubikzentimeter Strychninitrat in ihn reinpumpen, wenn ich nah genug an ihn rankomme. Trotz Herkunft aus gar fürnehmen Hause ist Hooper aber alles andere als ein verwöhnter Feigling. Er steigt selbst in einen Haikäfig, um das Monster zu erledigen. Das bezahlt er auch fast mit seinem Leben, als der Hai den Käfig mit Leichtigkeit zerlegt. Richard Dreyfuss wollte übrigens erst gar nicht im Film sein und das mit einer durchaus schmeichelhaften Begründung. This sounds like it's gonna be a great movie. I'd rather watch this movie than shoot it. Because it's gonna be a bitch to shoot. Dann aber kam die Premiere des Films The Apprenticeship of Duddy Kravitz mit Dreyfuss in der Hauptrolle und er fand sich selbst so schrecklich, dass er Angst um seine Karriere bekam. I figured that I'd better get a job really soon. So I called Steven. And I said, if you still want to offer me that job, I'll take it. So verdanken wir Duddy Kravitz, Matt Hooper. Vom Ozeanographischen Institut. Die sicher eindrucksvollste und kultigste Figur ist jedoch Quint. Auch Robert Shaw hatte Bedenken, ob er die Rolle annehmen sollte, wurde aber von seiner Frau und seiner Sekretärin überredet. Er meinte, das letzte Mal hatten sie ihn so bei From Russia with Love gedrängt und da ist ja auch was Schönes draus geworden. Nicht so hastig, 007. Shaws Darbietung basierte zum größten Teil auf einem örtlichen Fischer, der eigentlich nur angestellt wurde, um das Filmteam zu beraten. Craig Kingsbury. Seine raue, aber doch herzliche Art brachte ihm dann nicht nur eine Nebenrolle als Ben Gardner ein, er war auch in Spielbergs Worten the purest version of who in my mind Quint really was. Und Shaw griff sein Verhalten gerne auf, wenn auch etwas zum Leidwesen von Kingsburys Nachfahren. My father told him stories about this island and the people who live here and unfortunately I think Robert Shaw believed them. He felt hook, line and sinker and so he began to repeat them and he was interviewed on the air telling these totally outrageous stories about the local community. Quint wird von Anfang an als Querulant eingeführt. Bei einem Meeting im Rathaus will man beraten, wie man mit dem Hai-Problem umgeht und Quint weiß genau, wie er die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen kann. Wohl auch wegen seiner dezent asozialen Art zögert Bürgermeister Warren ihn anzustellen, auch wenn an seiner Kompetenz kein Zweifel besteht. Quints zahlreiche Trophäen sprechen für sich. Erst nach der Katastrophe am 4. Juli gibt Warren nach und Quint wird engagiert. Da er sich alles im Leben hart erarbeiten musste, kommt er schnell in Konflikt mit Hooper, den er für ein Weichei hält. Das sind Stadthände, Mr. Hooper. Sie haben ihr Leben lang nur Geld gezählt. Dabei sympathisiert Quint aber durchaus mit Brody, der zum ersten Mal in seinem Leben auf einem Boot arbeitet. Als Brody einen Fehler macht, der beinahe zur Explosion eines Sauerstofftanks führt, Sie haben den Falschen aufgezogen! Wenn Sie mit den Dingern rumspielen, dann fliegen Sie uns um die Ohren schief. Baut Quint Brody wieder auf. Next time you just ask me which line of pool, right? Hier muss ich jetzt etwas vorgreifen, denn leider wurde der Satz im Deutschen etwas zu schroff. Das nächste Mal fragen Sie, bevor Sie an einer Leine rumfummeln. Solche Tanks können zwar in Wirklichkeit nicht explodieren, aber wo bliebe sonst das Drama und man etabliert so auch nebenbei die finale Hai-Vernichtungsmethode. Wie bei Brody und Hooper gibt es auch bei Quint einen Grund, warum er so ist, wie er ist. Er war auf der legendären USS Indianapolis. Gerade die Bombe abgeliefert, die Hiroshima-Bombe. Das Schiff wurde auf der Rückreise versenkt, Quint und seine Kameraden verbrachten mehrere Tage im Wasser. Und immer mehr seiner Freunde fielen den Haien zum Opfer. An diesem ersten Tag verloren wir
an die 100 Männer. Quint wurde dadurch traumatisiert und hegt bis heute einen großen Hass gegen die Meeresräuber. Das treibt ihn zur Jagd und zum Kampf mit diesem ultimativen Killerhai. Er verbeißt sich so sehr in die Sache, dass er sogar verhindert, dass Brody über Funk Hilfe ruft, als es hart auf hart kommt. Die Geschichte der USS Indianapolis ist zwar gewaltig übertrieben, aber genau diese Übertreibung und Shaws eindringliche Performance lassen einen hier tief in Quints Innerstes blicken. Manchmal sieht dich so ein Haifisch richtig an, blickt dir direkt in die Augen. Und da ist etwas Eigenartiges an ihm. Er hat leblose Augen. Böse, dunkle Totenaugen. Seine Rede war übrigens ein Flickwerk vieler Autoren. Zunächst schrieb Howard Sackler eine sehr kurze Version, aber Spielberg gefiel die Szene so sehr, dass er mehr wollte. Das lieferte John Milius, der die Rede auf mehrere Seiten ausbreitete. Nun war sie zu lang und laut Robert Shaw teilweise auch ziemlich sperrig. Er bat darum, sie selbst umschreiben zu dürfen, und was wir im Film hören, ist die finale Version. Ob du da nun brüllst und kreischst und schlägst, sie kommen näher. Das heißt, die zweite finale Version. Shaw hatte beim Drehzeitpunkt immense Alkoholprobleme, was ihn auch immer wieder in Konflikt mit Richard Dreyfuss brachte. Shaw ließ keine Gelegenheit aus, um Dreyfuss zu ärgern und zu waghalsigen Wetten herauszufordern. One day he said, you couldn't dive off the top of the Orca. Yes, I can. No, you couldn't. Can do. Beim Dreh der Indianapolis-Rede war er so betrunken, dass er furchtbar rüberkam. Shaw entschuldigte sich aber bei Spielberg, bat um einen Neudreh und war dann so bei der Sache, dass man die Rede in nur einem Take aufnehmen konnte. Es ist immer tragisch, wenn Alkohol einen Menschen zugrunde richtet, aber Respekt für Shaw, dass er seinen Fehler eingesehen hat und eine Performance für die Ewigkeit lieferte. Tja, also 1100 Männer gingen ins Wasser. 316 Männer kamen raus, der Rest war für die Haie geschehen am 29. Juni 1945. Na, wenigstens hatten wir vorher die Bombe geliefert. Quints Hintergrundgeschichte schafft auch eine dezente Parallele zu Captain Ahab aus Moby Dick. Auch Quint treibt Hass an und auch er stirbt am Ende durch die Bestie, die er erlegen wollte. Im Buch übrigens tatsächlich fast genauso wie Captain Ahab, was Spielberg zu plump war. Er gestaltete Quints Tod zu einem großen Kampf um, in dem der raue Seemann bis zum letzten Atemzug ringt, dann aber doch blutig totgebissen wird. Das schafft eine grausige Parallele zu seiner Vergangenheit. Er stirbt wie einst seine Kameraden. Der Hai ist an sich kein wirklicher Charakter. Er ist ein Plot-Device, das als perfekte Mordmaschine unsere Helden an ihre Grenzen treibt. Allerdings liegt sein wahrer Einfluss nicht im simplen Töten, sondern in dem Terror, den er verbreitet und durch den er in allen Figuren zutiefst menschliche Regungen hervorruft. Mary Hamilton als Bürgermeister Larry Warren ist zunächst um den Tourismus besorgt. Bloß nicht zu viel Aufwind machen, schließlich braucht man die Festveranstaltung am 4. Juli. Schreien Sie Haie! Dann haben wir am 4. Juli eine handfeste Panik. Beim Treffen im Rathaus lässt er sich nur auf eine sehr beschränkte Strandsperre ein. Das ist nur für 24 Stunden. Und hetzt lieber über ein Kopfgeld die Fische auf, den Hai selbst zu fangen. Es ist ja auch billiger als Quints Angebot. Für 10.000 Dollar übernehme ich den Job. Und gute Geschäfte sind wichtig für Warren. Tatsächlich wird ein Hai gefangen, jedoch stellt Hooper schnell fest, dass es der falsche ist. Warren aber will davon nichts wissen. Ein Hai ist tot und ob es nun der Hai ist, macht ja nichts, solange es die Leute beruhigt. Eins merken Sie sich, die Strände werden am Wochenende offen sein. Wie Brody und Hooper feststellen, ist es auch Warns Jagd, die Ben Gardner das Leben kostet. Sie trieb den Fischer in die Fänge des richtigen Killerhais, man findet nur noch sein kaputtes Boot und was der Hai übrig gelassen hat. Das ist nicht nur ein inszenatorisch gelungener Jumpscare, man verpackt darin auch eine politische Kritik. Hätte Warren vernünftig gehandelt, statt auf Amitys Wirtschaft zu bestehen, wären die Toten ausgeblieben. Wir müssen fürs Geschäft geöffnet sein. Das ist einer der besten Sommer, die wir jemals hatten. Warren vertritt seine Position aber, wenn es sein muss, mit Nachdruck und strahlt oft eine aalglatte Gefasstheit aus, mit der er die Leute überzeugen kann. Als am 4. Juli zwar Touristen da sind, sich aber keiner ins Wasser traut, überredet er einen Freund, doch den Anfang zu machen. Ich habe mir eben etwas Sonnenöl aufgetragen und will jetzt versuchen, ein wenig braun zu werden. Kein Mensch geht rein, Erik. Bitte, geht ins Wasser. Damit ist er wieder direkt verantwortlich für die Katastrophe, die ein weiteres Leben fordert, aber er steht diesmal auch zu der Verantwortung. Als Brody ihn konfrontiert, ist er sichtlich verstört, 1000 Gedanken scheinen durch seinen Kopf zu rasen. Ich habe eben, ich habe, ich
Ich habe im Wohlverstanden Sie handeln im besten Interesse von Amity. Und darum werden Sie jetzt tun, was richtig ist. Und nun zeigt sich auch der Mensch im Politiker. Ihm ist schmerzlich bewusst, dass er auch die der Gefahr ausgesetzt hat, die ihm am liebsten sind. Meine Kinder waren auch am Strand. Es hat zu lange gedauert, aber Vaughn tut nun endlich das Richtige und zahlt dem Profi, was er verlangt. $10,000. Und $200 pro Tag, ob ich ihn umfange oder nicht. Andere sehen in dem Auftauchen des Hais die Chance ihres Lebens. Zwei Unglücksraben versuchen noch bevor die große Jagd losgeht, den Hai zu ködern. Wäre schließlich ein starkes Ding, wenn sie den Hai erledigen. Für $3,000 kann man verdammt viel Braten kaufen. Und dabei unterschätzen sie die Gefahr gewaltig. Als der Hai tatsächlich angreift, kommen sie nur knapp mit dem Leben davon und erfahren aus erster Hand die Stärke des Tieres. Wieder andere nutzen die Angst, um sich einen großen Spaß zu machen. Als am 4. Juli alle ins Wasser gehen, taucht plötzlich eine Rückenflosse auf und es kommt zur lebensgefährlichen Panik. Das ist aber tatsächlich nur ein dummer Jungenscherz, der beinahe auf Kosten der Spaßvögel gegangen wäre. Schließlich versuchen Brody und Hooper mittlerweile die Küste zu bewachen. Was habt ihr euch dabei gedacht, ihr Burschen? Gebt gefälligst eine Antwort. Seid ihr verrückt geworden, ne? Die Szene ist aber sehr realistisch. Katastrophen, egal welcher Art, haben ja öfters Trittbrettfahrer, die sich davon einen schnellen Kick erhoffen. Jimmy war's, er hatte die Idee. Und dann gibt es auch die, die durch die Haiangriffe auf Lebenszeit gezeichnet werden. Etwa Lee Fierro als Mrs. Kindner. Ihr Sohn Alex ist das zweite Opfer und als sie erfährt, dass es vorher schon eine Tote gab, man also wusste, dass ein Hai im Wasser lauert, lässt sie Brody ihre Wut spüren. All das zusammen sind äußerst nachvollziehbare Reaktionen, die den Film sehr glaubwürdig machen. Unweigerlich fragt man sich, wie man selbst reagieren würde, wäre man in Amity. Sie wussten, dass da draußen ein Hai ist. Und sie wussten, dass er gefährlich ist. Und die Nebenfiguren stehen nicht für sich allein. Mrs. Kindners Trauer trifft Brody tief und motiviert ihn letztlich auch dazu, den gefangenen Hai noch einmal zu überprüfen. Aber trotzdem ist mein Junge jetzt tot. Und es gibt nichts, was sie dagegen machen können. Nebenbei bemerkt wurde ihre Ohrfeige so kultig, dass Lee Fierro noch Jahre später von Fans gebeten wurde, sie doch mal abzuwatschen. It is mostly young men. Jaws greift sogar ein Stück weit gesellschaftliche Themen auf. Die Sticheleien zwischen Quint und Hooper haben was von einem Klassenkampf. Trifft doch der harte, einfache Arbeiter auf den scheinbar verwöhnten Oberschichtler. Schon gut, ich kann darauf verzichten. Ich verzichte auf diesen idiotischen Held der Arbeit, Mist. Erst bei einem tüchtigen Trinkgelage kann man die Differenzen überwinden. Quint und Hooper erkennen, dass sie beide trotz unterschiedlichem Hintergrund einiges erlebt haben und jeder sein Päckchen zu tragen hat. Das hat mir ein Hai hinterlassen. Nicht schlecht. Hat mich bei Tauchversuchen angeknabbert. In der Art habe ich auch was anzubieten. Das war ein Fuchs. Können Sie sehen, Chief? Ein Schlag vom Fuchsschwanz. Fuchs? Ist ein Hai. Auch wenn man manches sicher mit Humor sehen kann. Ich trinke auf Ihre Waden. Okay, auf unsere Waden. Mit ein Grund, warum die Figuren so lebendig wirken, ist auch die Art, wie Spielberg Dialoge handhabt. In der Hitze des Gefechts redet man sich gegenseitig rein, genauso wie es in Wirklichkeit wäre. Mr. Vaughn, Sie werden den Hai-Forschungsausschuss informieren müssen. Sie müssen das ganze Gelände hier absperren. Sie wissen, dass ich sich nicht abfallen. Vertraut mit unseren Problemen hier. Und dann lässt Spielberg die Emotionen auch richtig ausspielen. Zum Beispiel Hoopers Entsetzen, als er das Opfer des ersten Angriffs untersucht und feststellt, dass die offizielle Geschichte von einem Bootsunfall ganz und gar nicht stimmen kann. Der Torso wurde an der mittleren Thorax abgetrennt. Ein Bootsunfall war das nicht. Ist die Küstenwacht verständigt worden, Mr. Brody? Und nicht vergessen darf man auch die Kleinigkeiten, die den Charakteren Tiefe und Sympathie geben. Etwa die Art, wie Brody mit seinen Kindern umgeht. Ein Vampir hat mich gebissen. Ihr habt doch schon wieder auf der Schaukel gespielt, ne? Lass gefälligst die Finger von dem Ding. Ich muss das erst in Ordnung bringen. Die plötzliche Panik, als Mrs. Brody merkt, welche Gefahr vom Wasser ausgeht. Michael! Hast du nicht gehört, dass dein Vater gesagt hat, du sollst rauskommen? Also raus jetzt! Und die spürbar intensive Nervosität, als Hooper in den Haikäfig steigt. Ich kriege keine Spucke zusammen. Hier kam dem Film zugute, dass es kein fertiges Drehbuch gab, denn einige der markantesten Momente entstanden ganz spontan. Etwa das Spiel zwischen Brody und seinem Sohn, das ihn als liebevollen Vater zeichnet. He made a monster face and I kind of went like that. And I went out to the kitchen in the house. I said to Stephen, come here, watch this. And I went through all the motions, and the little guy went copied right after me. He said, okay, and he brought the camera in, and we did that scene. Wenn der Film sich einen Schnitzer leistet, dann mit Mrs. Ellen Brody, gespielt von Lorraine Gary.
Sie wurde als erste gecastet, was kein Wunder ist, denn sie war mit Sid Sheinberg verheiratet. Sie verabschiedet ihren Mann in den dritten Akt und Quinns versautes Liedchen treibt sie sprichwörtlich in die Flucht. Bis 15 ist sie Jungfrau gewesen. Das ist der Rekord hier, so steht es zu lesen. Als Stunt-Commissioner, zum Start bitte anschnallen! Man sieht sie danach nie wieder, was schon schade ist. Bei dem Abschied hätte ein Wiedersehen am Ende als natürlicher Payoff gewirkt. Und was soll ich den Kindern sagen? Um die zur Hölle zu blasen. Sag einfach, ich werde zum Fischen. Außerdem muss ich leider auch sagen, dass ich Garys Schauspiel an der Stelle etwas dünn finde. Schwer zu sagen, ob sie hier die Emotionen überwältigen oder der Druck an anderer Stelle zu groß wird. Oh, oh nein, das Abführmittel wirkt. Aus dem Weg, mach die Schüssel frei! All die Mühe, mit der Jaws seine Figuren präsentiert, hätte es aber wohl nie gegeben, wenn High Bruce nicht gestreikt hätte. Spielberg sah den Film nämlich ursprünglich eher als Kaiju-Ager oder Ray Harryhausen-Film. Der Hai sollte fast wie Godzilla immer wieder eine überlebensgroße Präsenz im Bild haben und sogar spektakuläre Stunts vollführen. Einige Storyboards zeigen, was Spielberg sich da wohl vorgestellt hatte. Mit Bruce, so wie er war, ging das aber nicht. Man war froh, überhaupt Footage von ihm drehen zu können. What you see in the finished picture is practically every frame of usable footage of the shark. Spielberg änderte daher den Stil und begann, den Hai anzudeuten, ohne ihn direkt zu zeigen. Eben dadurch wirkt er aber umso gefährlicher. Verdeckt durch das Wasser kann man nie genau sagen, wo er ist und wann er als nächstes zuschlagen wird. So hält der Film von Anfang an die Spannung hoch. Es geht los mit dem Blickwinkel des Hais, der auch später immer wieder eingesetzt wird, um uns Zuschauern seine Anwesenheit zu zeigen. Sobald diese Einstellung kommt, ist die Gefahr nicht weit. Spielberg nutzt diese Prägung auf die Subjektive später sogar, um uns in falscher Sicherheit zu wiegen. Wir sehen ja immer den Blick des Jägers. Als Auftakt zum Finale steigt Hooper dann in einen Haikäfig und wir sehen den Hai durch seine Augen. Scheinbar kommt jetzt also die Umkehrung. Der Jäger wird zum Gejagten. Schnell zeigt sich aber, dass der Hai immer noch die Oberhand hat, auch wenn wir nicht mehr durch seine Augen blicken. Lasst euch also bloß nicht durch die Kameraarbeit täuschen. Täuschung und das, was man nicht sieht, ist sowieso der Trick, mit dem Jaws einen besonders anspannen kann und dieser Stil wird gleich in der ersten Szene etabliert. Ein paar junge Leute machen sich eine schöne Nacht am Strand und bei zwei drehen die Hormone etwas durch. Da gibt es natürlich nichts Besseres als Nacktbaden und der junge Herr darf froh sein, dass er zu betrunken ist, um das Meer zu erreichen. Gleich hab ich dich! Die junge Frau mit Namen Chrissy hat da weniger Glück. Sie wird das erste Opfer. Dabei sind es weniger die Brutalität und die Gewaltdarstellung, die den Anfang so intensiv wirken lassen, es ist das gesamte Setting. Man sieht nicht genau, was Chrissy tötet, sie selber hat keine Ahnung, was da im unheilvoll dunklen Wasser lauert. Der unsichtbare Tod und die Tatsache, dass jemand in der Nähe wäre, der aber nicht helfen kann, machen die Szene so eindringlich. Das Ganze gedreht im Kontrast zur aufgehenden Sonne gibt auch der Bildgestaltung einen unheimlichen Touch. Sonnenaufgang, wenn man also so will, das Leben und der Tod stehen direkt beieinander. Der perfekte Einstieg, um die Nerven des Zuschauers anzuspannen und nicht mehr loszulassen. Im Folgenden zeigt man immer wieder Teile des Hais, hier eine Flosse, dort ein verdeckter Blick, aber im Ganzen sieht man die Bestie erst, als man schon im dritten Akt ist. Brody und Co. versuchen den Hai anzulocken, sind sich aber nicht sicher, ob er darauf eingeht. Doch das tut er. Jetzt kommen Sie doch mal und ködern diese Scheiße! Großartig ist hier, dass Brodys Reaktion sehr gut zu der des Zuschauers passt. Er braucht erstmal etwas, um den Schock zu verdauen und sein erster Satz danach ist ein merklicher Versuch, seine Angst mit etwas Sarkasmus unter Kontrolle zu bekommen. You're gonna need a bigger boat. Ein Satz, der Kult wurde, wohl auch, weil jeder von uns in der Lage ähnlich denken würde. Und auch wenn es notgedrungen war, es ist schon ein Geniestreich, den Hai wieder zu verdecken und erst zum Finale, wenn er sich Quint holt und auf Brody losgeht, in seiner ganzen grausamen Pracht zu zeigen. Die Reduktion verstärkt hier umso mehr die Wirkung. Gerade auch wegen der Kameraarbeit von Bill Butler ist Jaws ein Erlebnis der besonders nervenaufreibenden Art. Häufig ist die Kamera genau auf Seehöhe, so als wäre man selbst im Wasser. Das macht die Panik am 4. Juli besonders greifbar. Man ist mittendrin in der Stampede.
Und dann sind da die kleinen Spielereien, die die Attacken perfekt vorbereiten. Nach dem ersten Angriff ist Brody am Strand und hält wachsam alles im Blick. Immer wieder wird er dabei von verschiedenen Personen angesprochen, aber die Kameraeinstellung zeigt uns, dass sein Fokus stets auf dem Meer bleibt. Geschickt spielt man mit falschen Setups. Brody sieht etwas, das ein Hai sein könnte, sich dann aber als harmlos herausstellt. Als dann Alex Kindner wirklich angegriffen wird, ist der Schockeffekt umso größer. Siehst du das? Was ist da los? Der bei Brody benutzte Vertigo-Trick ist zwar etwas klischeehaft, zeigt aber perfekt seine aufkommende Panik. Das, was er befürchtet hat, ist wahr geworden. Wenn die Inszenierung eine Schwäche hat, dann dass man unbedingt auch echte Haie zum Zwischenschneiden filmen musste. Man dachte, der Film würde so glaubwürdiger. Sicher sieht Bruce besonders nach heutigen Maßstäben etwas fake aus, aber das stört im Grunde wenig. Auch weil er ja als besonders großer Hai erkannt und beschrieben wird. Das ist ein 6 Meter Bursche. Über 7. Er muss also gar nicht echt wirken. Er ist eine überlebensgroße Bedrohung und kommt auch heute noch so rüber. Schnell, Hooper, die Leine los! Er zieht zurück! Das geht nicht! Sie hat zu viel Spannung! Alles, was die echten Haie schaffen, sind Continuity-Fehler, denn sie unterscheiden sich sichtbar von Bruce. Und hier kam auch ein Unfall dem Film nicht zugute. Beim Dreh verhedderte sich ein Hai am Käfig und zerstörte ihn. Der Stuntman war zum Glück nicht darin, was man zum Anlass nahm, das Ende umzuschreiben. Hooper sollte nämlich vom Hai getötet werden, nach dem Unfall weigerte sich sein Stuntman aber, wieder ins Wasser zu gehen. Also durfte Hooper aus dem Käfig schlüpfen und überleben, so konnte man auch die Aufnahmen vom Unfall noch verwenden. Unschön ist dabei aber, dass man ihn bis ganz zum Ende nicht mehr zu Gesicht bekommt. Er versteckt sich unter Wasser und bleibt da wohl, bis der Hai tot ist. Nur dauert das noch eine ganze Weile und nachdem er dann plötzlich wieder auftaucht, fragt man sich schon, was hat er da so lange getrieben? Er wirkt aber ganz happy, hatte also wohl eine gute Zeit unter Wasser. Unter dem Meer, unter dem Meer. Dafür ist Bruce Ende im wahrsten Wortsinne der Knaller. Im Buch wird er einfach harponiert, was Spielberg zu zahm war, also ließ er es krachen. Das führte zwar zu heftigen Diskussionen mit Peter Benchley, der das zu überdreht fand, aber Spielberg hielt daran fest. Er meinte, nach fast 2 Stunden Panik braucht der Zuschauer einen triumphalen Moment, in dem das Monster nicht nur stirbt, sondern ausgelöscht wird. Und er hat recht. So überdreht das hier vielleicht ist, nach all dem Horror ist dieser Tod der perfekte Sieg für Brody und der perfekte Wendepunkt. Jetzt macht sich Erleichterung breit und man fühlt sich fast genauso wie Hooper und Brody, als man mit ihnen zurückpaddelt. Ich war mal wasserscheu. Jetzt weiß ich auch warum. Ähnlich erleichtert soll übrigens auch das Team gewesen sein, nachdem man am letzten Drehtag endlich die Explosion des Hais im Kasten hatte, nur hat einer davon gar nichts mitbekommen. Steven Spielberg selbst. Er hatte nämlich im Vorfeld erfahren, dass die Crew plante, ihn am letzten Drehtag über Bord zu werfen. Und weil ihm die Aussicht darauf überhaupt nicht zusagte, I didn't know whether they were going to throw me overboard in cement slippers or throw me overboard via the poop deck, überließ er an dem Tag einfach der Regieassistenz die Regie und machte sich davon. Im Flieger nach Hause traf er dann auf Richard Dreyfuss, der sich herrlich über die Story amüsierte. I said they're doing it right now, why aren't you there? He goes, and I said, Steven? Zwei Gestaltungsmittel sind es dann noch im Besonderen, die Jaws eine Sogwirkung verleihen, der man sich kaum entziehen kann. Zum einen der Schnitt von Werner Fields, den auch Großmeister wie Akira Kurosawa gewürdigt haben, und das völlig zu Recht. Dank ihr baut der Film richtig Tempo auf und lässt nicht eine Sekunde nach. Immer wieder bereitet sie die Haiangriffe perfekt vor, etwa indem sie nach dem Streich der Jungs die Entspannung langsam in den Aufbau zur richtigen Attacke übergehen lässt. Wir haben hier 2 Jungs mit einer Haifischflosse aus Pappe. Ist drüben alles okay? Sind alle aus dem Wasser raus? Es gibt keinen Grund zur Unruhe. Es war nur ein dummer Jungenstreich. Ein Hai! Und im Kampf gegen den Hai war sie es, die Bruce Auftritte so einkürzte, dass er trotz des leicht künstlichen Looks bedrohlich rüberkam. Sehr wirkungsvoll sind auch ihre Parallelmontagen. Nach dem beinahe Fiasko mit dem Sauerstofftank lernt Brody einen Seemannsknoten zu machen. Das läuft parallel zu Quint, der realisiert, dass er den Hai am Angelhaken hat. Beide Aktionen münden ineinander, Brodys Freude über den Knoten wird so fließend zur Aufregung über den Hai. Hey, das ist er! Was ist?
Stellen Sie sich hinter mich! Fields hat auch laut Spielberg den Film gerettet, musste aber für ihre Arbeit kämpfen. Spielberg war nämlich häufig ganz anderer Meinung als sie und heute kann man nur sagen, gut, dass sie sich durchgesetzt hat. That's the spot, Steve. Auf etwas andere Art half Fields zudem bei der Jumpscare-Szene mit Ben Gardners Leiche. Sie entstand nämlich im Zuge der Nachdreharbeiten in ihrem Swimmingpool. Vielleicht war sie auch deshalb Zeit ihres Lebens eine von Fields Lieblingsszenen. The most satisfying edit, I have to say, it was the face coming out of the boat, because when I went to that preview and that audience just went 6 feet off their seats and let out this incredible scream, that was really satisfying. Das zweite Mittel, das Jaws zum Kult machte, ist John Williams Musik, die Filmgeschichte schrieb und zum Teil der Popkultur wurde. Jeder kennt die berühmten Töne, die den Hai ankündigen und zum Synonym für Gefahr wurden. Auch hier war Spielberg zunächst anderer Meinung, er hielt Williams Hai-Thema für einen Witz. At first I began to laugh. I thought he had a great sense of humor. I thought he was putting me on. Und auch hier ist es gut, dass Williams sich durchgesetzt hat. Die Kombination aus seinem Thema und dem Blickwinkel des Hais sorgt noch heute für einen Nervenkitzel, den kaum ein Film zu imitieren vermag. Die Haijagd unterliegt Williams dafür mit direkt heroischen Themen. Vereinzelt ist das irritierend, etwa wenn unsere Helden aufbrechen. Man hat die Gefahr durch den Hai so sehr etabliert, dass man ein unheilverkündendes Thema erwarten würde. Stattdessen gibt es fast Jahrmarktsmusik. Das soll vermutlich ein optimistisches Gegenstück zum blutigen Finale sein und an anderer Stelle nutzt Williams das auch sehr geschickt, um uns auf eine falsche Fährte zu locken. Etwa als es gelingt, den Hai mit einem Fass zu harponieren. Jetzt hat man ihn, mit dem Fass kann er nicht lange tauchen, er ist erledigt, was auch die Musik widerspiegelt. Dann aber kommt das Undenkbare, der Hai taucht doch wieder ab und Williams greift die aufkommende Fassungslosigkeit auf, indem er die Musik abnehmen lässt. Damit gibt er seinem Soundtrack ein eigenes Narrativ, das den Film perfekt komplementiert und zu Recht mit einem Oscar prämiert wurde. Zu Weihnachten ging es dann in Deutschland auf große Haijagd. Am 18. Dezember 1975 erreichte Jaws die hiesigen Kinos, übersetzt genau wie Benchleys Buch als Der weiße Hai. Im Kino lief eine atmosphärisch sehr dichte deutsche Fassung, die das Original fast perfekt überträgt. Als Sprecher haben wir Hans-Jörg Felmy als Martin Brody, Fahr zur Hölle, du Schwein. Norbert Gescher als Matt Hooper, Sie dürfen hier nicht rauchen, danke vielmals. Michael Chevalier als Quint, Und außerdem zahlen Sie ein Essen. Almut Eggert als Ellen Brody, Und bring ja die Tasse wieder mit. Inge Landgut als Mrs. Kindner, Alex Kindner, die fangen ja schon an blau zu werden. Gerd Holtenau als Ben Gardner, Sie verdammten Biester werden wünschen, nie als Hai auf die Welt gekommen zu sein. Und sehr passend Wolfgang Völz als Ben Matt. Bitte lass uns doch mal ein paar Fotos machen. Sogar der König der Synchronsprecher ist mit dabei. Gerd Günther Hoffmann spricht Bürgermeister Warn. Das ist nicht der Ort und Zeitpunkt, um für eine überflüssige, ich würde sagen, geschmacklose Autopsie an einem Fisch. Wie gesagt, sind ein paar Dialoge im Deutschen etwas rauer und vereinzelt liest man bei den Nebendarstellern die englischen Hilferufe, aber da gibt es Schlimmeres. Ich habe aber eingangs bewusst im Kino gesagt, denn Der weiße Hai erhielt wie so mancher Film für seinen DVD-Release eine neue Synchro. Einfach damit der Ton besser für moderne Soundsysteme abgemischt werden kann. Die Besetzung ist dabei allerdings fragwürdig. Wir hören etwa Randolph Kronberg als Martin Brody, also den langjährigen Standardsprecher von Eddie Murphy. Zur Hölle, du Schwein! Und leider wirkt er manchmal zu Murphy-haft. Dadurch bekommt die Synchro einen unpassenden Comedy-Touch. In Gardners Boot, es ist total zertrümmert, ich hab's mit reingeholt, sehen Sie sich's an? Gleiches gilt leider auch für andere Sprecher, etwa Axel Malzacher als Hooper und Reinhard Glemnitz als Warn. Es ist ein Karcharodon Karcharias, ein großer Weißhai. Aber den Zahn haben sie nicht. Alles gute Sprecher, die sicher ernster hätten spielen können, aber leider war das wohl nicht gewünscht. Auf DVD bekam man nur die neue Synchronfassung, erst mit der Blu-ray von 2012 kam die Kinosynchro Gott sei Dank zurück. Jetzt kann man sich entscheiden, was man lieber hört und so sollte es auch sein. Macht eure neue Synchros, aber lasst uns bitte die Klassiker. In manchen Fällen, wie auch hier, sind sie hörbar überlegen. Wir werden ein größeres Boot brauchen.
Jaws ist von der ersten bis zur letzten Minute Spannung pur, was nicht nur an der fantastischen Inszenierung und dem gelungenen Aufbau liegt, sondern auch an den glaubwürdigen und sympathischen Hauptfiguren. Ein paar Schnitzer und gröbere Continuity-Fehler gibt es, aber allzu störend ist das nicht. Der Film ist damals wie heute ein Meilenstein. Vielleicht ist nicht alles perfekt, aber anschauen lohnt sich für alle, die einen guten Thrill suchen. 5 Punkte. Jaws fuhr für 1975 eine Marketingstrategie, die damals sehr selten zum Einsatz kam. In der Regel startete ein Film in den USA mit 50 Kopien und man lieferte später mehr nach. Jaws ging einen anderen Weg. Man nutzte die Veröffentlichung als Taschenbuch, um Filmposter und Buchcover anzugleichen und machte, wo es nur ging, Werbung für den Film. Zum Starttermin gab es insgesamt 464 Kopien für Nordamerika, was damals unvorstellbar war. Es lohnte sich aber. Jaws wurde zum bis dahin erfolgreichsten Film aller Zeiten. Auch das wusste man marketingtechnisch auszuschlachten. Es gab Poster, die zeigten, welchen Rekord Jaws gerade zuletzt verschlungen hatte. Am Ende wurde Jaws der erste Film, der in den USA die 100 Millionen Dollar Marke knackte und verdiente weltweit gut 470 Millionen. Den Release im Sommer betrachtete man als Teil des Erfolgs, immerhin lief Jaws so in den USA relativ konkurrenzlos. Der Begriff Summer Blockbuster war damit geboren und künftig sollte jeder Film dieser Kategorie genauso beworben werden, wie Jaws es vorgemacht hat. Ganz ohne Probleme verlief Jaws' Start aber nicht. Für manche Zuschauer war der Film zu nervenaufreibend, er verursachte tatsächlich Angststörungen. Außerdem stellte der Film Haie in ein so schlechtes Licht, dass es zu einer fast pandemischen Haiphobie kam. Überall an den Küsten gab es im Folgenden falschen Haialarm und trauriger Höhepunkt war, als in Florida ein gestrandeter Zwergpottwal totgeschlagen wurde, weil ihn die Strandbesucher für einen Hai hielten. Peter Benchley meinte später, wenn er gewusst hätte, was Jaws den Haien antut, dann hätte er das Buch nie geschrieben und setzte sich Zeit seines Lebens für den Schutz der Tiere ein. Environmental groups like Environmental Defense, the New England Aquarium and others with whom I work have found that the association with Jaws draws people to at least listen to what I have to say. So it has given me the opportunity to have a third career in the sense of being a spokesman for the environment and for the oceans. Jaws brannte sich aber so ins Gedächtnis der Leute, dass es nicht nur etliche Nachahmer und Parodien gab, sondern auch eine Weiterverarbeitung in Form von Karikaturen. Die geplagte Produktionsgeschichte mit ihren unzähligen Anekdoten wurde ebenfalls Kult und man könnte sich stundenlang darüber unterhalten, aber das würde für heute zu weit führen. Gleiches gilt für die drei Nachfolger, auch die kommen ein anderes Mal dran. Steven Spielberg musste jedoch eine bittere Pille schlucken, denn Jaws gewann zwar 3 Oscars, beste Regie war aber nicht dabei. I didn't get it. I wasn't nominated. Er hat das aber, soweit ich weiß, mittlerweile verdaut. I'm suffering. We're suffering. Cancel my day. Das Oscar-Debakel sorgte aber damals durchaus für einen kleinen Aufreger. Mehrere Prominente gaben Spielberg im Nachgang Rückendeckung. I thought Steven did a brilliant job directing Jaws and I have no idea what happened. It's the one thing that I cannot comprehend yet in my head, how a best picture can be nominated and yet the director who is basically responsible for it does not get the nomination. Länger als der Oscar-Flop verfolgte Spielberg aber Quints Fischerboot Die Orca. Die wurde nämlich bei den Universal Studios für die Studio-Tour aufgehoben und zog Spielberg immer wieder magisch an. Er musste einfach das Boot betreten und an die schweren Dreharbeiten zurückdenken. Look around, make sure no tourists around, nobody can see me. And I would just sit inside the pilot house, or I would sit in one of the cabins, right? Walk down those few steps to where all the life jackets were just hanging, dripping, when the boat began to sink. And I would just kind of reminisce and kind of give thanks that that movie sort of launched my career. Damit war erst Schluss, als Universal Jahre später beschloss, das Boot zu vernichten. Und obwohl das Spielberg zunächst sehr aufregte, sah er später ein, dass es so doch am besten war. Denn so konnte auch er endlich mit Jaws abschließen. In a way it was good for me because it cut the umbilical cord that was joining me to some of my worst memories about filming that movie. And it kind of freed me when they broke the boat into many pieces. But I did recover both twin screws. I got the propeller blades back and I got the pilot wheel. Und wenn Spielberg ehrlich zu sich ist, hat es auch damals nicht lange gedauert, bis er gemerkt hat, dass der Hai zum Wendepunkt seiner Karriere wurde. Was danach kam, kann man mit einem Wort beschreiben: Filmgeschichte. Das war's für heute. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.